Da ist Einsatz Gesundheit, der Tag. Herzlich willkommen. Einmal im Monat ist es der Pflegepodcast vom Land. Wir reden mit interessanten Gästen, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die in der Pflege zu Hause sind. Heute mit einem Notfallexperten, der Johannes. Er arbeitet auf dem Notfall im Unispital in Zürich, hat früher auf der Herzchirurgie gearbeitet im Stadtspital Triemli in Zürich und ich glaube, sein Herz schlägt jetzt mit einer leichten Tachykardie für den Notfall. Das ist Einsatzgesundheit, der Talk mit dem Patrick Hässig. Johannes, willkommen im Podcast. Hoi. Hallo. Schön, bist du da. Nimmst du Zeit? Die nächste knappe halbe Stunde wird es wahrscheinlich sein. Johannes, du kommst aus dem Südtirol, gell? Ja, genau, ja. Ist ja mit dem Dialekt ein bisschen speziell, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich komme aus Bozen. Dort bin ich aufgewachsen. Dann bin ich nach Deutschland gefahren und wieder zurück nach... Also dort habe ich ein paar Jahre gelebt, bin in den Kindergarten gegangen, wieder zurück nach Südtirol und habe mir dort das Dialekt dann auch beigebracht, weil ich so ein bisschen der Außenseiter war für die Schüler dort damals. Ja, das komisch, der redet so komisch. Ja. Wieso redest du nicht so wie mir, haben sie mir gesagt. Und dann haben ich mir den Spruch beigebracht. Und ja, und jetzt bin ich in die Schweiz gezogen. Seit 6 Jahren bin ich da in der Schweiz. Und bin auf Hochdeutsch geblieben. Also jetzt nur noch Hochdeutsch, damit man mich gut versteht. Ja, macht ja wahrscheinlich Sinn, oder? Das mit den Patienten auch dementsprechend. Ja, genau, ja. Gut, kannst kommunizieren. Johannes, du schaffst oder hast geschafft als erste Station in Zürich im Stadtspital Triemli auf der Herzchirurgie. Mhm, ja. Wenn man so ein bisschen Herzchirurgie hört, kommt einem logischerweise als erstes der Chirurg in Sinn und dann vielleicht irgendwann einmal noch die Anästhesie wegen der grossen Operation, dann Physiotherapie, Reha und Pflege kommt einem bei der Herzchirurgie wahrscheinlich gar nicht so gross in Sinn. Aber ihr habt wahrscheinlich unheimlich wichtige, spezifische Aufgaben. Erzähl mal, was muss man dort vor allem machen? Ja, also auf der Herzchirurgie sind große Operationen, große Eingriffe. Die Patienten kommen erst auf die Intensivstation, bevor sie zu uns auf die Station kommen. Und die Pflege ist im Grunde vor allem nach der Operation so der Schwerpunkt vor der Operation. Die Leute haben meistens elektive Eingriffe, wo es denen eigentlich gut geht. Ne? Man sieht diese Krankheit ihnen ja nicht an. Das sind meistens Verengungen gewisser Koronargefäße und die müssen sie entweder erweitern oder und die sind halt in dem Moment Leute so wie du und ich. Ne? Mhm. Die gehen spazieren, vielleicht sind sie etwas weniger belastbar. Und hier ist genau das, was so spannend ist. Man sieht diese Personen vorher sehr gesund, dann kommen sie zur Operation, kommen auf die Intensivstation und dann sind sie plötzlich eigentlich krank. Ne? Sie sind nicht mehr belastbar, sie haben mögliche Komplikationen, sie brauchen Hilfe bei allem, bei der Körperpflege. Die ersten paar Mal, wo sie vom Bett aufstehen, sind sie so ein bisschen schwach auf den Beinen, vielleicht eine Blutarmut, vielleicht auch einfach Kreislaufprobleme. Ne? So ein Eingriff am Herz ist schon ein großer Eingriff. Und die Pflege ist für mich auch vor allem dort so spannend gewesen, weil es ein sehr spezifisches Gebiet war. Also es ist wirklich nur Herzchirurgie gewesen. Am Triemli war damals auch noch Orthopädie und Traumatologie, weil Herzpatienten waren nicht genug scheinbar. Vielleicht so ganz genau weiß ich den politischen Hintergrund ja nicht, aber es war nicht genug, um die ganze Station zu füllen. Und dann haben wir auch traumatologische und orthopädische Patienten aufgenommen. Also war es schon eigentlich ein großer Bereich, den wir betreuten. Und das macht es auch sehr spannend, die Pflege. Mir gefiel es vor allem, dass mir gefällt es vor allem, wenn Abwechslung herrscht bei der Arbeit. Früher habe ich einen Sommerjob gemacht, wo eigentlich bei der Arbeit immer repetitive Tätigkeiten zu tun waren. Und das ist auch in der Pflege halt nicht der Fall. Und was hast denn du voran gemacht? Ja gut, ich habe im Sommerjob an einem Supermarkt gearbeitet und auch beim Bauern ausgeholfen, bei der Ernte. Und diese Berufe hat mich zu wenig gefordert. Ich wollte mehr Abwechslung, ich wollte mehr Zwischenmenschliches. Ich wollte vor allem diese Fähigkeit, die ich habe, mit Menschen in Kontakt zu treten, auch leben können. Und die Pflege gab mir dazu eine gute Basis, um das auszubauen. Eine gute Plattform quasi. Eine gute Plattform, um das auszuleben. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man mitbringen muss, sonst geht das mit dieser Pflege irgendwie nicht. Siehst du das gleich?
ja, es braucht, man darf auf keinen Fall Angst vor Menschen haben. Das ist schon so. Also wenn ich Angst vor Kontakt habe, vor Nähe vor allem, es bedarf auch ein gewisses Interesse in den anderen. Auch ein bisschen Einfühlungsvermögen. Wie fühlt er sich gerade? Welche Angst treibt ihn an? Wie empfindet er? Was ist jetzt, warum reagiert er so? Oder wie lebt er seine Krankheit? Und wie kann ich ihn am besten dabei unterstützen und begleiten? Und das macht es, das neben der Technik im Pflegeberuf ist auch das sehr spannend, diese Interaktion, diese zwischenmenschliche. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat seine eigene Lebensgeschichte, seine eigene Story. Und ja, manchmal erfährt man Geschichten, die man für nicht wahr gehalten hat. Oder man denkt, boah, und diese Person hat das erlebt. Eine ältere Person, die vom Krieg erzählt. Und das ist für mich einfach, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ne, wie unter welchen Umständen die manchmal gelebt haben. Ja. Manchmal ist es interessant, ich sehe es, sobald man mit den älteren Menschen zum Beispiel in der Pflege über ihren Beruf redet, meistens steht ja er oder sie Rentnerin. Aber ich finde das immer so schlimm. Rentnerin, das ist zwar ja der aktuelle Zustand, aber der Mensch ist nicht Rentnerin. Der Mensch ist irgendwie mal etwas gewesen und im besten Fall lang das Gleiche. Und wenn man dort mit den Themas schwätzen kann, dann nachher sprudeln die meisten Menschen und reden über ihre Vergangenheit. Und schon hat man irgendwie eine Basis zum Reden. Ja, einige möchten gerne erzählen, aber es gibt auch manche, die gar nichts von sich erzählen wollen. Dann versucht man, in Interaktion zu treten und es kommt so, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ja. Manchmal hat man auch gar keine Zeit zum Zuhören und der Patient hat ein Mitteilungsbedürfnis, er erzählt seine Lebensgeschichte und man kommt gar nicht mehr aus dem Zimmer raus und dann irgendwie, ich müsste aber weiterarbeiten. Genau. Und andere sind wieder sehr schweigsam, sehr introvertiert. Die versuche ich manchmal so ein bisschen rauszukitzeln, ein bisschen zu motivieren auch. Manche Patienten sind da hoffnungslose Fälle. Die sind in einem Sumpf drinnen, die kriegt man da einfach nicht raus, sind im Selbstmitleid und man versucht sie so ein bisschen auf andere Sachen aufmerksam zu machen. Und manche hingegen verdrängen das ganze Krankheitsbild ein bisschen. Ne? Für die reden über alles, außer über sich selbst und über die eigene Krankheit. Mhm. Und da merkt man dann auch, je mehr man Erfahrung hat und je mehr man in diesem Job ist, welcher Patient versucht das zu verdrängen, das, worin er sich befindet und welcher steigert sich zu viel rein. Ne? Das goldene Mittelmaß ist natürlich immer schwer. Das Fingerspitzengefühl. Komm, wir bleiben noch kurz bei der Herzchirurgie, bevor wir nachher ins NDS gehen, was du nachher gemacht hast und in den Notfall wechselt. Was ist so das prägendste Erlebnis, das du gehabt hast auf der Herzchirurgie? Was kommt dir da sofort in den Sinn? Ja, das prägendste Erlebnis. Also Patienten sind ja sehr oft im Delir. Mhm. Eine akute Verwirrtheit, schnell. Eine akute Verwirrtheit, Entschuldigung, wenn ich hier mit Fachbegriffen um mich werfe. Und diese Verwirrtheit äußert sich dadurch, dass das kann unterschiedliche Ursachen haben. Elektrolytstörung, also der Haushalt, auch der Schmerz kann zum Delir, auch das Alter ist ein Risikofaktor. Mhm. Und die sind halt verwirrt. Ne? Und manche sind eher so hypoaktiv und manche hyperaktiv. Und ich kam meine erste Nacht allein auf Station und sind so Viererzimmer. Und dann dachte ich, ja, ich bin parat, ich habe meine Ausbildung hinter mir, mag kommen, was will. Und dann machte ich das erste Zimmer auf und da war der Patient. Mittelt im Zimmer im Dunkeln, spitterfasernackt. Alle Kabel, die er bei sich hatte, haben gezogen und er packte seinen Koffer. Und ich habe ihn gefragt, was machen Sie denn? Er muss nach Russland. Ja, warum müssen Sie jetzt nach Russland? Es ist Mitternacht, er muss in den Krieg, hat er gesagt. Und er war voll überzeugt, er muss in den Krieg. In dem Moment musste ich schauen, dass er sich ja nicht sämtliche Drainagen und Kabel zog. Das ist ja eigentlich wichtig, dass er die behält. Und ihn da abzufangen. Dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich mit der Situation um? Dann habe ich gesagt, ja, also ich verstehe, Sie müssen in den Krieg, aber der Schiff, das startet erst am nächsten Morgen. Ne? Und wie, das startet erst? Nein, nein, er muss jetzt. Und dann so im Gespräch irgendwie konnte ich ihn dann trotzdem noch dazu überreden, sich nochmal hinzulegen und bis morgen zu warten, wo er dann auf diese Fähre gehen könne, um in den Krieg zu starten.
Ja, grossartig, aber das ist Validation vom Feinsten, oder? Ja, irgendwo. Das ist Validation, ja. Irgendwo ist auch so ein bisschen grenzwertig, wo mache ich das Spiel mit und wo muss ich auch irgendwo Grenzen aufzeigen. Ne? Ich war ja allein, ne? mit ganz vielen Patienten. Ich weiß nicht, wie viele Stationen hatte, 12, 15 Patienten und ich allein eben als Pflegender und ich dachte mir immer, oh Gott. Ja, aber du bist wahrscheinlich am schnellsten zum Ziel gekommen, Johannes, mit dieser Art und Weise kommunizieren, ja. Als sagen, nein, das ist nicht, weil dann steigert sich ja der noch mehr rein, ja, da und dann zieht rein, er sich, ja. Den Katheter und weiss der Geier was, oder? Also, ja, ich glaube, so geht das, oder? Ja, und das ist auch diese, und das ist ja nicht der einzige Patient. Dann kommt man ins nächste Zimmer, ne? Und dann, dann sind es sind ja Frauen- und Männerzimmer und auch dort man weiß nie, was passiert und was einem erwartet, wenn man diese Tür öffnet. Wirklich. Ja. Man macht diese Tür auf, getraut sich so ein bisschen reinzuschauen ins Dunkle. Manchmal hört man schon Schnarchen, ne? Und manchmal hört man auch gar nichts. Und dann bin ich zum Patienten dran und der war irgendwie so im Bett. Und ich dachte mir, atmet der jetzt noch? Und bin immer näher ran. Und plötzlich macht er die Augen auf. Ne? Und er erschrickt und ich erschrecke. Und dann beide, wow. Und dann, ja, weil ich dachte, ich wollte einfach schauen, ob der noch atmet. Ne? Und das ist wahr. Ja, das sind die Momente, oder? Das sind die Momente. Ich meine, viele haben ja Angst in der Nacht, dann kommst du mit der Taschenlampe und dann plötzlich steht irgendwie so eine im Nachthemd vor dir und dann ist das ja, einmal stand einer hinter der Tür. Ne? Das, ja, genau. Im Bett war niemand und ich dachte, oh mein Gott. Und dann habe ich hinter der Tür geschaut und dann stand der mit den zerzausten Haaren. Aber das sind einzelne Erlebnisse. Ne? Meistens fühlte ich mich so wie ein Wächter. Ne? So, hey, die Patienten, diese vielen Menschen vertrauen jetzt auf mich, dass sie gut durch die Nacht kommen. Und wenn ich so mit der Taschenlampe über den Korridor lief, ich fühlte mich dann schon als Verantwortungsträger. Hast du sie ja dann auch, oder? Ja, Punkt, genau. Und dann ist die Herzchirurgie irgendwann gut gewesen. 2 Jahre bist du im Triemli gewesen und dann hast du dich entschieden, was man ja kann, als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau, ein Nachdiplomstudium zu machen, das sogenannte NDS-Notfall. Hast du dich entschieden, wieso der Notfall? Ja, ich brauche Abwechslung. Ich brauche die Abwechslung. Ich muss neue Situationen erleben und welche Station bietet mehr Abwechslung als der Notfall? Der Notfall bietet Situationen, wo ich mir denke, wenn ich das jetzt jemandem erzählen würde, das wird mir keiner glauben. Ich habe ja einmal diesen Film gemacht, aber es zeigt nicht mal ansatzweise das, was wir auf dem Notfall erleben. Erst kürzlich, SRF hat eine Dokumentation gemacht, stellte sehr gut dar, fand ich. Aber trotzdem, es gibt Situationen, die kann man nicht auf Kamera festhalten. Das ist... Man muss es erleben, man muss drinnen sein. Und das sind von Koje zu Koje so viele Emotionen, so viele unterschiedliche Geschichten. Der eine ist völlig unzufrieden, dass es so lange dauert. Der andere ist aufgelöst in seinem Elend. Der andere ist eigentlich ja, guter Dinge und freut sich, dass die Diagnose eigentlich glimpflich davongekommen ist. In der anderen herrscht wieder Tragödie, wo ein Familienmitglied am Sterben ist und die... Und dann kommt man so von Koje zu Koje und kommt in ein völlig anderes Setting. In der einen Koje ist die Trauergemeinschaft, den Angehörigen geht es nicht gut, der Patient liegt im Sterben. In der anderen Koje hingegen Bagatellverletzung, Schnittverletzung am Finger. Ja, genau. Ja. Und dann von halt Top zu Flop oder von genau, Extreme zum anderen. Und in oder? Der anderen, man kommt aus irgendeiner kritischen Situation heraus, hat gerade reanimiert, ne, und dann geht dieser Kojenvorhang auf, der Angehörige, wo bleibt denn eigentlich mein Kaffee? Ne, und dann mit so vielen unterschiedlichen Situationen klarzukommen, das finde ich, erlebt man tatsächlich nur auf dem Notfall. Aber ist schon schräg. Oder wenn wir das so ein bisschen vor Augen führen. Der andere in der Koje 1, kurz nach dem Reanimieren, in der Koje 2, wo bleibt mein Kaffee? Und in der Koje 3 ist einer wegen einem steifen Nacken in Notfall gekommen, der wahrscheinlich überhaupt nicht nötig wäre. Da muss man schon irgendwo damit umgehen können, dass man manchmal auch Geduld nicht verliert. Oder? Es ist ein sehr fordernder Beruf. Man braucht sehr viel Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Und ja, es gibt so manchmal Momente, wo ich einfach einen Patienten am liebsten auf den Mond schießen würde, wo ich sage, ach mein Gott, jetzt will der einen Kaffee. Aber trotzdem ist genau hierbei die Kunst, den Patienten trotzdem in seinem Bedürfnis, seinem Verlangen ernst zu nehmen. Meistens ist es ja so, dass die Welt dreht sich immer um einen selbst. Ne? Und
mein Problem ist in dem Moment eigentlich das Größte, das ist meistens so. Und das Verständnis dafür aufzubringen, dass für den einen, was weiß denn ich, etwas so schlimm ist, was für mich objektiv eigentlich nur ein Bagatell ist, aber das kann schon auch nur eine Sehnenruptur oder eine Schnittverletzung, die tiefer geht, mit Sehnenbeteiligung an der Hand. Ja. Vielleicht ist es ein Klavierspieler, der jetzt nicht mehr arbeiten kann. Vielleicht ist es ein und da ist es wichtig für mich auch einfach mal vorurteilslos und ohne mir selber irgendwelche, mich selber zu prädisponieren und zu sagen, ja, also warum ist denn der da? Weil das führte mich schon auch manchmal in die Irre. Dann dachte ich mir, oh Gott, 28-jährig, Palpitation, Gefühl der Palpitation, ein bisschen Husten. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, der hat ja bestimmt nichts. Ne? Aber trotzdem, danach hatte er eine ausgeprägte Myokarditis. Und, ja, okay, und das sensibilisiert so, wir nehmen alles ernst. Wir gehen immer davon aus, das könnte das Schlimmste sein, bis zum Beweis des Gegenteils. Und das gibt dann schon Reiz auch. Ja. Hingegen, ja, natürlich, wenn um 4 Uhr morgens jetzt ein Rückenschmerz kommt, der seit Monaten zum Hausarzt hätte gehen können. Ich musste einmal einem Patienten eine Creme zwischen, der kam wegen Juckreiz zwischen den Zähnen, ja, um 3 Uhr morgens. Und dann also was, Juckreiz zwischen den Zähnen? Zähne, die Zehen. Ah, Zehen. Genau. Okay. Ja, und dann habe ich eine Creme genommen und habe ihm die Zehenzwischenräume eingerieben, ja. Dann durfte er gehen, ja, aber... Schön, ja, er wird es so. Nie mehr vergessen. Ja. Nein, das war... Solange er nicht jede Woche kommt für seine Grämli zwischen den Zehen, geht das ja, oder? Ja. Du, wie ist das NDS? Erzähl mal, wie läuft das ab? Also du entscheidest dich im Notfall und dann, wie geht da diese Schule? Also ich fand das NDS sehr lehrreich, sagen wir, groß ja. Lehrreich. Ich dachte mir, als ich auf der Herzchirurgie arbeitete, ich bin sattelfest. Hey, ich bin ein gestandener Mann, ein gestandener Pfleger, ich hab's gesehen. Und dann bin ich auf den Notfall gekommen, bevor ich das NDS anfange. Geben Sie mir so ein paar Monate Einarbeitungszeit. Und ich dachte, mein Kopf explodiert. Wirklich, es ist so viel zu bedenken und zu erleben. Und dann das NDS. Und während dem NDS dachte ich mir, boah, hätte ich das gewusst in diesen Monaten, wo ich vor dem NDS auf dem Notfall gearbeitet habe, dann wäre ich an den Situationen mit viel mehr Respekt dran gegangen. Was da alles oftmals dahinter sein kann, was ich vielleicht vorher gar nicht bedacht habe. Wir werden auf dem Notfall davor ja immer betreut. Ne? Wir haben immer Fachexperten hinter uns, welche auch und ganz kritische Patienten werden uns auch nicht zugewiesen, wurden uns nicht zugewiesen. Und dann im Nachhinein, als ich das NDS machte, fiel mir es manchmal wie so Schuppen von den Augen. Ja. Da dachte ich, boah, da damals diese Situation, die hatte ich unterschätzt. Glimpflich davongekommen, aber hätte ja auch noch das und das sein können. Und das Wissen, das da vermittelt wird, gleichzeitig mit der Arbeit auf dem Notfall, man macht sich wirklich man geht danach wirklich mit einem riesigen Rucksack von dieser Schule. Ein Rucksack aus Wissen, Erfahrungen, Eindrücken. Mhm. Natürlich hatte auch ich Momente, wo ich mir dachte, oh, schon wieder ja, hier die Schulbank drücken und genau. Also aber zwei Jahre geht das, gell? Zwei Jahre, vom gestandenen Pflegefachmann wieder zum Student. Das war schon ein Schritt, wo ich mal schlucken musste, ne? Wieder der Student zu sein. Zahlt sich aber auf jeden Fall aus, ne? Kann ich jedem empfehlen. Und wie ist das organisiert? Sagst du mal für die Leute, die sich interessieren, die vielleicht sich noch nicht so schlau gemacht haben. Also zwei Jahre geht das, aber das ist mit so Blöcken, gell? So Modulen, oder wie ist das? Es ist mit Modulen. Man arbeitet nebenher auf dem Notfall. Die Ausbildung arbeitet auch mit den, es gibt Personen, also Ausbildnerinnen auf dem Notfall, welche zuständig sind und mit der Ausbildung an der ZINA eng zusammenarbeiten. Und die Blöcke werden geplant. Das heißt, wenn ein Schulblock ist, dann muss man nicht arbeiten, dann geht man zur Schule. Ja, und also dann entweder Spital oder Schule. Genau, wird aber trotzdem so geplant, dass es auch aufgeht. Ne? Man kommt da nicht in einem Stress diesbezüglich, dass ich sage, oh mein Gott, ich müsste heute arbeiten und zur Schule gehen gleichzeitig. Ja klar, okay. Und das da wird sehr viel Rücksicht genommen. Ja. Was lernt man dann dort in diesen Blöcken? Was sind so typische Notfall-Ausbildungsblöcke? Wo du vorher noch nicht gehabt hast. Und das hast du jetzt gelernt im NDS. Ja, das geht auch. Das beginnt von Endokrinologie bis hin zum Wiederauffrischen der ganzen Anatomie.
Nephrologie, das ist, man lernt vor allem Traumatologie, die Unfälle, Traumakinematik kennenlernen, was kann bei einem Unfall passieren, wie kann ich aus einem, nur als Beispiel, wie kann ich aus einem Unfallhergang gewisse Ereignisse deduzieren, wo ich weiß, okay, da könnte die, das und das Organ beteiligt sein und was ist zu erwarten, auf was ich besonders achten. Ja. Das wird in Theorieunterricht beigebracht, aber es gibt auch einen praktischen Teil. Ne? Und es findet dann immer wieder eine Prüfung statt nach diesen Theorieblöcken. Mhm. Und das Gelernte kann ich dann gleichzeitig auch wieder üben. Aber das ist das Gute, das ist berufsbegleitend, oder? Genau. Und dann bleibt und so medizinaltechnisch, was hast du dort Neues gelernt auf dem Notfall? Also so EKG schreiben, lesen, VBGA auswerten, oder hast du das vorher schon gemacht auf der Herzchirurgie? Oder was ist dort neu dazugekommen? Also auf dem Notfall kam vor allem das EKG-Interpretieren hinzu. Mhm. Oder das Interpretieren, war, ja. Das ja. war sehr spannend. Wenn wir ein EKG schreiben, deduzieren, ist das jetzt normal oder ist das abnormal, ist das lebensgefährlich, erkennen AV-Blöcke, erkennen Rhythmusstörungen, erkennen potenziell gefährliche Rhythmusstörungen und wissen auch schon zu agieren, bevor wir überhaupt dem Arzt das EKG zeigen, indem wir sagen, okay, dem Arzt müssen wir das sowieso zeigen, aber wir können schon Maßnahmen einleiten, wo wir schneller sind, als dass der Arzt am Patientenbett ist. Das heißt, wir fangen schon mal vielleicht an, eine zweite Leitung zu legen oder wir kleben schon die Defi-Pads oder wir machen eine Vollmonitoring. Dann ist auch der Defibrillator neu dazugekommen. Externes Pacing, sehr interessant. Mhm. Wie kann ich einen Schrittmacher, also das sind vorne und hinten werden ja Platten dann auf den Thorax appliziert. Ja. Und dann kann ich, wenn der Herzrhythmus zu langsam ist, kann ich anhand dieses Geräts den Herzrhythmus beschleunigen. Natürlich immer im Beisein des Arztes, aber trotzdem diese Handhabung mit diesem Gerät, das ist mir völlig neu. Auch andere Geräte, wie zum Beispiel, gut, gewisse kannte ich schon davor, wie der Absauger, ne? Wie sauge ich ab? Ja. Dann hängt es auch davon ab, von welchem Bereich kommt man. Das heißt, wenn ich von einer Neurochirurgie komme, dann bin ich eher bewandt mit Utensilien, die dort gang und gäbe sind. Zum Beispiel, ich kannte mich mit Tracheostoma null aus. Okay, ich hatte wirklich, das sind dann die spezifischen Einrichtungen quasi. Also, und die Sachen werden alle beigebracht, weil man sie auf dem Notfall auch beherrschen können muss. Zum Beispiel wie einen Port anstechen. Das kann nicht jeder. Das muss erstmal gelernt werden. Oder das EKG-Schreiben. Ich meine, das EKG-Schreiben, das hängt mir inzwischen schon raus. Das ist jetzt Routine. Das ist Daily Business, oder? Aber am Anfang war das so für mich, ja, ich kann ein EKG schreiben. Ja. Und was ist dann sonst noch neu? Ja, das engmaschige Überwachen ist vor allem neu. Aber mal abgesehen von dieser ganzen Technik, vor allem die Erfahrung, die klinische Erfahrung, wenn wir einen Patienten anschauen, der kann auch einen Blutdruck von 90 zu 50 haben, einen sehr tiefen Blutdruck. Aber wenn der Patient mit mir redet, einen guten Hautkolorit hat, jetzt nicht gerade Schwindel angibt oder schweißig wird, dann kann ich mich auch auf das verlassen, was ich an Erfahrung mitbringe, an klinischer Erfahrung. Wenn ich den Patienten sehe, wenn ich ihn schon reinhole, mache ich mir ein Bild davon. Ja, wir triagieren und das ist ja auch neu. Wir hocken vorne, der Patient kommt und anhand spezifischer Fragen muss ich deduzieren können, was könnte dieser Patient haben, welcher Klinik teile ich hinzu, welcher Arzt braucht dieser Patient und welches Krankheitsbild könnte er potenziell haben. Du, da möchte ich kurz einhaken mit dieser Triage. Das gibt es eigentlich nur auf dem Notfall, oder? Das ist kein Arzt, der dann dort ist. Das ist ein diplomierter Notfallexperte, also ein Pflegefachmann. Du. Dann kommen die Leute mit dem Katzenbiss bis zum Herzinfarkt und dann bist du der, der als erstes mit denen redet. Was machen die dort genau? Vorab, bevor wir an der Triage arbeiten, dürfen wir erst ab einem bestimmten Semester arbeiten, ab dem vierten Semester unserer Ausbildung, wo wir genug Erfahrung mitbringen können, um auch die Krankheitsbilder zu kennen und die Symptome, die damit einhergehen. Mhm. Und wir sitzen dort und meistens beginne ich mit der Frage, was führt Sie denn zu uns? Ne? Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu eruieren, warum ist er jetzt eigentlich da? Und die Sache auf den Punkt zu bringen, ja, ich habe Unterbauchschmerzen. Seit wann haben Sie Unterbauchschmerzen? Wie, wo, wie ist die Qualität dieses Schmerzes? Ist es stechend, bohrend, dumpf? Ja. Und auch der zeitliche Verlauf, manchmal kommen Sie, ja, ich hatte vor
drei Wochen einen Auffahrunfall und jetzt tut mir der Fuß weh. Ne? Und auch das ist jetzt ein ganz klar, aber einfach so weit hergeholtes Beispiel, um zu sagen, ob das, was der Patient jetzt erzählt, auch in Zusammenhang stehen kann, was er an Symptomen angibt. Und umgekehrt, der Patient sagt, ja, er ist mit 60 km/h unterwegs gewesen mit dem Rad, kein Helm, ist voll auf das Gesicht gefallen. Und sagt, nein, aber ihm geht es ja eigentlich gut. Ja, ihm hier tut es ein bisschen weh am Bauch, aber ansonsten ist... Und da müssen, wenn auch der Patient das bagatellisiert, müssen bei mir schon die Alarmglocken läuten. Die sagen, okay, 60 km/h, Hochgeschwindigkeit. Das kann, welche inneren Organe können da verletzt sein? Lenker in den Bauchraum, da kann die Milz rupturiert sein, da kann die Leber, das kann sehr stark bluten, auch wenn der Patient an sich jetzt sich noch gut findet. Schock, ne? Er befindet sich noch im Schock, kurz davor ist er angefahren worden von einem. Mir kam einmal eine Mutter entgegen mit einem blutüberströmten Kind. Ne? Und auch da, in kurzer Zeit richtig reagieren zu können. Was braucht es? Was braucht der Patient? Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, damit der Patient zu seiner richtigen Behandlung kommt? Es nützt nichts, wenn ich einen Patienten, der Juckreiz hat am Unterarm seit vorgestern, dass ich den sofort reinhole und daneben hat eine Atemnot. Das ist die Triage. Ja. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, oder? Notfall heisst jetzt einfach mal warten. Das ist so im Volksmund, einmal ja, gehst auf den Notfall, da musst du einfach zuerst mal Zeit haben. Alle regen sich auf, weil man nicht drankommt und man muss nochmal warten und ich habe doch so etwas Schlimmes und es blüht doch so fest. Erklär doch einmal schnell, wie das ihr triagiert. Wer kommt schnell dran, wer so mittelmäßig und wer wartet jetzt einfach mal? Ja. Grundsätzlich müsste es den Leuten bewusst sein, je schneller sie drankommen, desto schlimmer ist es, was sie haben. Ne? Desto schlimmer habe ich das eingestuft. Wir haben gewisse Standards, die wir sofort reinholen. Das sind Thoraxschmerzen. Wir möchten immer einen Herzinfarkt ausschließen. Und da wir das ja nicht, das kann ich nicht beurteilen bei einem Thoraxschmerz, was der jetzt hat, ohne davor ein EKG geschrieben zu haben. Und um dieser Eventualität entgegenzuwirken, triagieren wir sie sehr hoch. Wir holen sie sofort rein und dann... Manche wissen das, manche Patienten. Ne? Die geben dir irgendwas einfach, an und sagen, ja, ihr habt auch ein bisschen. Da sind wir natürlich aufgeschmissen. Da müssen wir das ernst nehmen. Ja. Triage ist eigentlich nichts anderes als, welcher Patient muss als erster rein? Es ist eine Auswahl zwischen potenziell lebensbedrohlich, zwischen Bagatellverletzung nicht lebensbedrohlich. Also das sind die lang warten, die haben wahrscheinlich einfach sich schnell entschieden, auf den Notfall zu gehen. Das wäre mit einer Permanence oder mit einem Hausarzt vielleicht auch gegangen. Und darum wartet sie so lange. Oder nee, mir fehlt manchmal die Erklärung. Dem kann ich nicht übereinstimmen. Denn es braucht zeitnahe Behandlungen. Und es ist korrekt, dass man auf den Notfall kommt. Aber ein Fingerschnitt wird den Patienten nicht umbringen. Ne? Man sagt ja immer, treat first, what kills first. Das heißt, der Patient hat gut getan, auf den Notfall zu kommen. Diese Wunde braucht Versorgung, der braucht eine Impfung, der braucht unbedingt auch eine Desinfektion der Wunde, des Wundareals, damit danach. Aber kommt man mit dem nicht auch zum Doktor? Also manchmal habe ich das Gefühl, es nimmt so ein bisschen den Hang zu, man geht, fängt einfach viel zu schnell auf eine Notfallstation von einem Akutspital. Oder kannst du das nicht bestätigen? Ich weiß nicht, inwiefern die Hausärzte schon die Möglichkeit haben, Wunddebridement und Wundrevisionen durchzuführen und die Wunden zu behandeln. Das weiß ich nicht, ob die Möglichkeiten solche Praxen bestehen. Die Permanence zum Beispiel am Hauptbahnhof ist so eine, die macht so kleine, aber je nachdem, ich hatte auch eine Schnittverletzung am Handgelenk und dann bin ich auch auf den Notfall, musste auch genäht werden, was ziemlich tief war. Und das weiß man ja als Patient ja nicht. Man hat dieses Fachwissen nicht als Patient, als Normalbürger, also nicht medizinischer Normalbürger, der einschätzen kann, ist das jetzt schlimm oder ist das jetzt nicht schlimm. Wenn ein Patient kommt mit Bauchschmerzen, für den sind die schlimm, ne? Und er kann nicht einschätzen, dass wir sagen vermutlich, ja, vielleicht eine Gastroenteritis oder ein bisschen Reflux. Ja, bei Bauchschmerzen kann ja so viel sein, oder? In dem Bauch hat sie so viel aber auch Zeug, beim, oder? Ja. Aber auch Schnittverletzung ist ja eigentlich immer, für mich ist es schockierend gewesen, meine Schnittverletzung. Ich erlebe Blut, ich sehe so viel Blut auf dem Notfall, so viele Schnittverletzungen, aber meine kleine Schnittverletzung am Handgelenk,
Die war sehr schlimm für mich. Die war ungeheim schlimm für mich. Okay. Und ich musste auf den Ofen mir die nähen lassen. Ne? Ja, und da kommen wir wieder zum Punkt, dass man einfach die Sachen, die passieren, ernst nimmt. Genau. Und es ist für den, der kommt mit dem jetzt im Moment einfach gerade sehr schlimm. Auch wenn es jetzt aus medizinischer oder pflegerischer Sicht nicht die Wucht ist. So, genau, ja, das ist dann, machst du auch noch viele Videos am Unispital Zürich, wo du zum Schluss noch über das redet. Du hast auf YouTube ein Video gestellt, wie es auf dem Notfall bei euch läuft. Ein super cooles Video, das sind vielleicht alle zu schauen. Was muss man eingeben bei YouTube, dass man es findet? Johannes? USZ Notfall, das reicht glaube ich auch schon. Also, ja. Schaut euch an. USZ Notfall, dort das Video, das du gemacht hast, geschnitten, Musik, alles. Und dort zeigt ihr, wie das funktioniert. Ist das schwierig gewesen, umzusetzen? Ich kann mir vorstellen, dass es da schon gewisse Herausforderungen gegeben hat, im Notfall zu filmen. Ja, also meine Leidenschaft war schon immer auch Filmen. Ne? Ich habe auch mich immer, die Sachen humorvoll darzustellen. Als humorvolle Person versuche ich auch Situationen, das Drama und die Tragik ein bisschen herauszunehmen. Humor nimmt dort macht Angst leichter. Ne? Das macht schwere Situationen leichter und auch so einen Notfall darzustellen. Ein Notfall ist nicht tragisch immer. Ne? Wir erleben die Situation auch anders. Wir haben auch einen gewissen schwarzen Humor manchmal. Humor gehört zu unserem Alltag, vom ganzen Team. Dann damit können wir auch die Dinge, die wir erleben, auch besser verarbeiten. Mhm. Und ich wollte einfach darstellen, hey, was machen wir auf dem Notfall? Jetzt mal zeigen, weil viele haben auch keine Ahnung, was passiert denn so auf dem Notfall? Und es kamen viele Inputs und Ideen auch von den Teammitgliedern. Ne? Das ist ja nicht alles nur auf meinem Mist gewachsen, dieses Drehbuch. Da haben auch andere gesagt, es kommt einmal eine Kollegin vor, die sagte, ja, und da müssen wir eine machen, die sagt, mir ist ein bisschen schwindelig und eine Alkoholflasche in der Hand hält. Und das haben wir eingebaut. Und dann ist es, dieses Video ist so ein bisschen das Team. Ne? Es widerspiegelt das Team, so wie es ist. Nicht nur, gut, ich habe das gefilmt, ich habe das geschnitten, aber das Team hatte so die Möglichkeit, sich auch auf ein bisschen eine andere Art und Weise zu zeigen. Und ich denke, auch es braucht auch solche Arten von Videos, auch ein bisschen humorvoll. Es braucht die ernst gehaltenen, die Dokumentationen, weil es ist nicht alles hihihaha, das ist es nicht, aber trotzdem auch ein bisschen diese Tragik herauszunehmen. Ja, die Angst zu nehmen, so, weil man zeigt, wie es auf dem Notfall ist. Oder? Genau. Weil die meisten Leute sind vielleicht noch gar nicht auf dem Notfall gewesen, dann müssen sie mal gehen. Und wenn sie vielleicht das Video gesehen haben, wo jetzt du mit dem Team gedreht hast, dann würde das wahrscheinlich dabei beitragen, dass man da ein bisschen entspannter dann auf den Notfall geht. Oder? Ja. Und auch all die Gesichter mal sieht, die einem dort begegnen. Oder? Manchmal hat man das Gefühl, was kommt da für einer jetzt in Weiss mit einer Maske? Jetzt während der Corona-Zeit haben wir ja eh alle Masken an, oder? Und die mit den Brüllen, so wie du, dann läuft noch die Brüllen an, oder? Und dann sieht man irgendwie einfach komisch aus, oder? Das ist klar. Was würdest du gerne mal noch drehen, wo du das Gefühl hast, das müssen die Leute auch sehen? Das ist etwas, wo man viel zu wenig weiss. Darüber müssen wir reden, das muss man zeigen. Ja, das nächstes Projekt findet hauptsächlich mit Ärzten statt. Mal schauen, was da kommt, was ich in der Lage bin zu produzieren. Aber auch mir war wichtig zu vermitteln, wie erleben wir vom Team auch den Notfall. Ne? Es ist schon so, dass wir viel sehen und viel verarbeiten müssen und funktionieren müssen. Und wenn einer eine Reanimation hatte oder ein tragisches Schicksal erlitten hat, müssen wir genauso weiterarbeiten können. Und es prasseln da schon viele Eindrücke auf uns ein. Das macht es ungeheuer spannend, aber ich persönlich schaue schon, dass ich auch in meiner Freizeit zu meiner Entspannung komme und zu meinem Ausgleich. Ja. Damit wichtig ist, so den Grat zu finden zwischen, ich lasse mir die Dinge zu nahe gehen und ich bin gefühlskalt, ne? Interessiert mich nicht. Ja. Und nicht abzustumpfen. Mhm. Wir alle sind nur Menschen. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel einen Patienten betreue, wo ich auch vielleicht ein Familienmitglied hatte, das was Ähnliches erlebt hatte oder der gewisse Züge hat, die mich an meinen Bruder oder meine Schwester oder vor allem für Eltern, ne, die erleben Sachen und dann denken sie an ihre Kinder und das fördert Ängste, das macht auch Sorgen. Ja. Und diese Eindrücke müssen wir auch verarbeiten. Und manchmal habe ich so das Gefühl, in dieser Rolle als Pflegender, auch wenn wir in Weiß sind,
dürfen auch die Patienten nicht vergessen, dass es eine Person da steht mit eigener Geschichte, mit eigener Fühlen, Erfahrung. Und ja, und manchmal kommt diese, kommt dieses Verständnis von Seiten der Patienten, aber manchmal auch gar nicht. Ne? Die sehen nur sich selbst, habe ich das Gefühl, sehen nur ihr eigenes Universum und der Rest hat einfach zu funktionieren und zu laufen. Und jetzt geht es nur um sie, geht auch um sie, aber trotzdem. Ja, es ist ein Gehen und ein Nehmen, oder? Genau, auch wieder eine Extremsituation natürlich für den Patienten. Wo holst du deinen Ausgleich? Ja, mein Ausgleich eben in diesen Videos. Und auch, ich gehe gerne nach Südtirol, meine Familie besuchen, dann an einen stillen Ort im Wald, an einem See, an einem Bächlein und einfach auch die Ruhe und Stille genießen, die sonst den Notfallalltag nicht prägt. Es gibt ein paar Tage, wo es wirklich ruhig ist, da sagen wir, aber es gibt Tage, wo das ist wie eine Dampfwalze, der Notfall, das ist wie eine Dampfwalze. Ja. Sehr schön. Also, ich hoffe, du siehst relativ viel Wälder, Bäche und schön Südtirol. Oder dass du nicht zu viel Südtirol brauchst, weil es auch nicht so stressig ist bei euch auf dem Notfall. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du erzählt hast, Johannes, aus deinem spannenden Leben von der Herzchirurgie, dann NDS im Notfall und jetzt dort total aufgehst in deinem Beruf und das vor allem auch der Öffentlichkeit und der Bevölkerung zeigst mit diesen YouTube-Videos. Also, wenn ihr mögt, schaut rein bei YouTube USZ Notfall, das mal eingeben, das lohnt sich ganz bestimmt. Johannes, ich wünsche dir alles Gute, toi 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 und viel Freude weiterhin auf der Notfallstation vom USZ. Danke. Das war Johannes Settili heute in der Ausgabe von Einsatz Gesundheit, der Tag. Uns gibt es einmal im Monat auf YouTube zum Schauen, zum Hören auf Spotify, Apple Music und auf jedem anderen guten Podcast-Kanal. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal hier bei Einsatz Gesundheit.